Jo, meine Freunde, da sind wir wieder bei Dark Souls 3 beim Rage One und wir sind immer noch beim ersten Boss und ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich. Wir probieren es das wiederholsten Mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Versuche wir jetzt schon gemacht haben. Ich will natürlich die Seele haben. Weil wenn ich einmal sterbe, dann bereue ich das mega. Wow! Oh Mann. Es trifft auch noch. Oh Mann. Ach du Kacke, nein, ich darf bloß jetzt nicht sterben. Dann sind die ganzen schon gesehen. Ich meine, es sind jetzt noch nicht viele. Nimm es. Nimm es. Aber ich denke, wenn wir den Boss besiegt haben, dass wir langsam mal die Aufwertung bekommen. Ihr trifft trotzdem, ey. Unglaublich. Ach, unglaublich. Ach, das hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber leben wir noch? Wir leben noch. Noch, die Betonung liegt auf noch. Die haben keine Tränke mehr und er hat sich noch nicht mal transformiert. Ey, das gibt's doch nicht. Ich spring extra zur Seite raus. Ja. Und tschüss. Ich lasse mich mal sterben. Aber jetzt noch mal hinter mich. Oh. Übertreibt. Übertreibt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ach ja, und ich habe vorhin mal mit einem Kollegen gesprochen. Ich hatte schon geahnt, das Item, was wir am Anfang auswählen konnten, ist nur einmal anwendbar. Und wir hätten den Ring nehmen sollen. Naja, man lernt nie aus. Naja, naja, naja. Unsere Seelen. Ich weiche aus und er trifft trotzdem. Was ein Assi, ey. Das war, weil ich jetzt gierig auf die Seelen war. Ey, jetzt macht er drei Attacken. Das kann nicht wahr sein. Es fängt an, dieser Rage. Verdammte Scheiß Rage-Modus, ey. Boah. Das macht keinen Spaß jetzt gerade. Das ist... Mann, ey. 3 Minuten. Ich bin schon auf 180, ey. Schwindende Seele, ja, ja. Warum haben wir jetzt Leben verloren? Boah, meine Güte, ey. Unglaublich. Schon wieder! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Boah! Ja, komm, ey! Blöder Penner! Nehme ich gleich so auseinander! Das kann nicht wahr sein! Mit dem Schild blocken vielleicht besser. Ich probiere es einfach jetzt mal aus. Guck, wie viel Schaden er bekommt. Ah, okay. Okay, ich probiere es jetzt, da wir eh fast tot sind. Okay, das Schild macht doch viel aus. Ups.
Mann. Okay, aber jetzt sind die Seelen ja am Anfang. Okay, dann probieren wir es doch mit dem Blocken. Ich dachte, das Schild bringt nicht viel. Aber anscheinend doch. Okay, auf ein neues. Man lernt nie aus. Nein! Oh mein Gott, ey. Ja, man sieht, ich bin auch mit der Steuerung noch gar nicht, ich bin im Moment echt nicht... Jetzt wollte ich mit X gerade angreifen. Dann trinke ich einfach. Naja. So, dass wir auch schön keine Leben verlieren. Okay, also. So ist das richtige Blocken. Okay. Nebel durch. Ah, das Schild verbraucht mega viel. Okay. Nein! Nein! Steh auf! Steh auf! Oh mein Gott. Come on! Nein! Oh mein Gott, ich will nicht sterben! Töte es! Ja! Ja! Oh, was ein gewundenes Schwert. Oh. Da wollte ich aber... Oh, 3892 Seelen. Leuchtfeuer entzünden. Verlassen. Oh, jetzt können wir uns hier noch mal ein bisschen umschauen. Was hat er denn fallen lassen, der Gute? Inventar. Ach, das war das gewundene... Gewundene Schwert. Ah, nee. Achso. Streitaxt. Rundschild. Nix bekommen. Okay. Ah, okay, dafür sind die gut. Dafür kriegt man Seelen. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir erstmal sammeln. Ich hoffe, wir können uns gleich irgendwie aufbessern. Oh. Leute, war das ein Akt. Ich muss sagen, Dark Souls ist echt so, wenn ich jetzt gerade spiele, für YouTube vielleicht nicht gerade perfekt geeignet. Aber live auf Twitch, das ist schon mega cool. Aber ich werde es trotzdem hier auf YouTube machen. Und wenn wir 500 Folgen machen, ist mir vollkommen wurscht. Oh, ich bin... Ihr wisst gerade... Oh, das sieht cool aus. Ihr wisst gerade gar nicht, wie erleichtert ich bin, dass endlich der Boss down ist. Oh mein Gott, ey. Okay, dann gehen wir mal. Jetzt können wir wahrscheinlich rein. Rein da. Oh, ist hier vielleicht was? Ups.
öffnen. Also wenn wir den besiegt haben, dann können wir auch diese Kristallbestie besiegen. Bin ich mir sicher. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zurück. So, jetzt geht's. Ja, wo lang jetzt? Gerades Bruchschwert. Menü öffnen. Das Zeichen kenne ich aber nicht. Was war das denn für ein Zeichen? Menü öffnen. Soll es Select sein? Okay, Gesten, das kennen wir hier noch nicht, aber nun gut. Oh, da ist auch noch was. Okay, dann gehen wir da mal hin. Oh, der hat aber viel abgezogen. Die Heimatknochen. Oh, ich sehe gar nichts. Okay, da sind ein paar Monster. Wow, 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 wow. Eine schwindende Seele, das finde ich gut. Das ist gut, das ist gut. Hurra, hurra, der René brennt. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Wir gehen eh, also ich gehe gleich eh nochmal zurück, um die Kristallbestie platt zu machen. Oh Mann, wo sind wir jetzt hier? Feuerbannschrein. Okay, das ist der Feuerbannschrein. Da steht jemand. Da geht's hoch. Hm. Bitte nicht direkt noch ein Boss. Hallo? Sieht interessant aus, die Alte. Ah, da ist ein Schmied. Welcome to the bonfire, unkindled one. Es gibt ja auch noch nette Menschen. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Oh. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls. Plucked from their vessels. Your soul will be mine. Okay, aufsteigen. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Lasst euch an die herrlosen Seelen. Let these souls withdrawn from their vessels. Manifestations of disparity. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt labert die da die ganze Zeit. Wir haben TP. Darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master, inhabiting ash, casting themselves upon new forms. Da geht nur Vitalität hoch. Kondition geht Ausdauer hoch, das ist klar. Okay, Belastbarkeit, das ist interessant. Weißt du, wofür die Belastbarkeit ist? Retreating to a darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master. Inhabiting ash. Casting themselves upon new forms. Let these souls withdrawn from their vessels. Manifestations of disparity. Elucidated by fire.
Oh. Auf jeden Fall Vitalität noch mal ein bisschen hoch machen. Wie oft benötigte Seelen bei das nächste Mal 793? Oder nee, dafür brauchen wir... Okay. Kondition. Auch ein bisschen mehr Ausdauer. Retreating to a darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master. Ich finde, wir machen das so, oder? Stärke ist ja erstmal auf 16. Dann knallen wir Vitalität nochmal um 1 hoch. Das sieht für mich ganz okay aus. Ja. Okay, jetzt geht nichts mehr. Gut. Dann haben wir das schon mal. Dankeschön. Sehr nett. Was? Was wolltest du sagen? Tut mir leid. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen. Don't you think? Okay. Da hinten war ein Schmied, da will ich auf jeden Fall hin. Oh, ein Ömsken. Oder bist du, was bist du? A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? gucken wir mal. Was gibt's denn hier so Tolles? Reparaturpulver, wofür? Oh, Waffen können kaputt gehen. Mhm. Kann man hier keinen Vergleich machen? Okay. Ashen One. Wie groß diese ganze Hütte hier ist. Der hämmert aber richtig. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. Ich glaube schon. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. What damn beats? Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Okay, Waffen verstärken, Ausrüstung reparieren. Ach, guck mal, ich sehe gerade, wir haben eine neue Waffe.
Müssen wir erstmal gucken. Aber wir haben eh noch nicht genug Titanscherben. Da bin ich mal gespannt. For thee, be careful. I don't want. Okay. Inventar, Ausrüstung. Okay, wesentlich, wesentlich schwächer, aber ich denke mal schneller. Ich kann es ja mal ausrüsten. Abgebrochenes Schwert, ach du Kacke, ey. Okay, testen wir das nochmal aus. Okay, um einiges schneller. Nun gut. Alles klar. Boah, hier können wir uns auf jeden Fall noch richtig gut umschauen. Hier gibt es ja einiges, glaube ich, zu entdecken. Sieht aber auch vom Design her wieder richtig... Aber Dark Souls 3 ähnelt wirklich Bloodborne. Das... Ja. Oh, ah, okay. Guck mal an. Am neuen Feuerrass. Okay. Ah, interessant. Zauber einstimmen. Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache auch schon ein bisschen näher. Erstmal denke ich, brauchen wir... Oder sollen wir schon da was reinpacken? Ich denke nicht. Was war aber die Zauber? Das ist interessant. Da können wir auch noch mal gucken. Nicht genug Zauber, Zauberei-Slots. Okay. Verlassen. Von wo sind wir überhaupt gekommen? Oh Mann. Da geht's runter. Ich glaube von da oben, ne? Weil ich will auf jeden Fall nochmal die Kristallbestie besiegen. Vielleicht fahre ich auch im Geheim, wenn ihr nicht dabei zuschaut. Untersuchen. Ein Riesenbaumsamen, noch nicht gefallen. Ach, guck mal an. Seele eines verlassenen Leichnams. Natürlich ist es verschlossen. Wie komme ich da hin? Gleich springen? Funktioniert das? Okay, dafür ist dieser tapfere Krieger nicht gewappnet. Der kann... Oh, es schafft sogar meine kleine Schwester hier. Ah, naja. Wahrscheinlich dann noch ein Hörklettern irgendwo. Oh. Ah, okay. Ups. Ah, verdammt. Okay, erstmal wieder zurück. Ich glaube, die Folge lassen wir heute mal so kurz. Für Dark Souls ist es ja wirklich kurz. Aber wir haben den Boss geschafft. Das ist ja schon mal was. Haben ein bisschen was entdeckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Rage Let's Play findet. Ja, und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Dark Souls 3. Tschüss.